Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wieder soweit. Wir haben den Wein des Monats Oktober gekürt. Diesmal hat es ein Rotwein an die Spitze der Empfehlungen für den Monat geschafft. Der Ripasso della Valpolicella Classico Superiore DOC 2020 von Cantina di Negra ist der optimale Begleiter für den Oktober. Hinter Cantina di Negra steckt eine Kooperative, deren Geschichte bereits auf den Anfang der 30er Jahre zurückgeht. Die beteiligten Winzerfamilien sehen sich als Gärtner des Territoriums. Die Verbundenheit zum Terroir zeigt sich auch bei der täglichen Arbeit, wo die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Sie haben ein umfangreiches Programmpaket gestartet, wo unter anderem der Einsatz von Pestiziden in den Weinbergen vermieden wird. Die Weine von Cantina di Negra haben ein besonders gutes Preis-Freude-Verhältnis. Der Ripasso kommt aus Venetien. Er wird im Herzen des Anbaugebietes Valpolicella Classico auf den Hügeln von Negra angebaut. Die darin enthaltenen Rebsorten sind Corvina, Corvinone und Rondinella. Die Trauben werden jedes Jahr im Oktober per Hand gepflückt und entfalten ihre Aromen in Eichenholzfässern. Die Farbe? Ein tief leuchtendes Rubinrot. Im Duft? Gefällt mir sehr gut. Was sagst du? Mir gefällt das auch sehr gut. Ich rieche vor allem Brombeere und Blaubeere heraus. Ich rieche zusätzlich, stimme ich dir zu, ich rieche zusätzlich noch so eine Kirsche, eine schöne saftige Kirsche. Und darunter liegt auch ein bisschen was von Schokolade. Ja, dann lass uns mal probieren. Zum Wohl. Der Wein ist eine Granate. Mir gefällt der sehr, sehr gut. Was sagst du? Ich finde ihn auch sehr gut. Ich finde, man schmeckt auch sehr gut so fruchtig rote Beeren heraus. Und er hat auch was sehr Herbes im Abklang, was wahrscheinlich sehr gut zu dunkler Schokolade passt. Stimme ich zu. Ergänzend dazu würde ich noch sagen, dass er schön saftig ist. Der hat eine gewisse Würze. Er ist gut ausbalanciert und hat schöne, weiche Tannine. Also insgesamt ein hervorragender Wein. Sabine, was sind denn deine Serviertipps zu dem Wein? Ich finde, mit seinen seidigen Tanninen harmoniert er besonders gut mit rotem Fleisch, gewürztem Geflügel sowie Schokolade, wie ich ja auch schon erwähnt hatte. Dunkle Schokolade, lecker! Warum ist der Ripasso eigentlich der Wein des Monats Oktober? Gute Frage. Das Wetter wird kälter, das Essen wird deftiger und die Stimmung wird kuscheliger. Das schreit förmlich nach diesem Ripasso. Für unter 10 Euro könnt ihr diesen Ripasso bei uns im Onlineshop bestellen. Also schaut vorbei. Bis zum nächsten Mal.